Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mein leckeres Clean Eating Gericht. Und was ihr an Gewürzen braucht, ist einmal Estragon, Hähnchengewürzsalz, Pfeffer und natürlich Salz. Und als Gemüse brauchen wir eine Fenchelknolle, Paprika, eine Handvoll Blattpetersilie und ein Paket passierte Tomaten und ein Klecks Rama Creme Fin. Natürlich eine Knoblauchzehe und auch eine Zwiebel. Wir braten erstmal das Fleisch an, wir geben alle Gewürze mit hinzu und die Zwiebel natürlich auch, die ich vorher vergessen hatte. Einmal kräftig umrühren und nun geben wir auch das geschnittene Gemüse hinzu. Alles ungefähr gleich groß schneiden, schön durchmengen, durchziehen lassen. In der Zeit setzen wir die Salzkartoffeln an, ihr könnt auch Reis nehmen, wenn ihr möchtet. Passierte Tomaten und Sahne hinzufügen und es ist wirklich nur ein Klecks Sahne. Das Ganze nun ein wenig aufköcheln lassen. Das Essen ist in ca. 20 Minuten fertig. Es kann serviert werden und mein Kleiner liebt es. Und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, ein Abo da, teilt es auch. Und an der Stelle sage ich herzlichen Dank für über 20.000 Follower auf Instagram. Und wer mir da noch nicht folgt, der kommt gerne hinzu. Ich freue mich. Bis dahin, eure Linda. Macht's gut. Tschüss.